Schönen guten Morgen am zweiten Weihnachtstag hier auf dem Hollandgelände, wo eigentlich alles landunter ist. Hier wunderbar, immer noch nicht fertig das Stromhäuschen. Da hinten bei der neuen Powerbank ist ganz einfach der Kasten aufgebrochen worden, das ist beschmiert. Fotos habe ich gemacht. Ja, und das Geile ist hier die Kettenreaktion. Hier ist der Wind durchgeschossen, hat den ersten Baum umgelegt. Und der ist dann in die anderen, die dahinter folgen, gestürzt. So, hier haben wir grundsätzlich eine Spezialkettenreaktion. Denn wie die gefallen sind, seht ihr ja, einfach in die Richtung. Und wenn man sich mal hier, gehen wir näher ran, die Baumscheiben anguckt, das sind vielleicht 20 cm. Darunter befindet sich Beton. Die Flachwurzeln sind gebildet, aber die Pfahlwurzel, ja, das sind kleine Pinne, die nach unten wachsen. Die sind hier an dem Teil noch niemals abgerissen. Ja, ein guter Zeitgenosse hat dann hier schon mal sein Elektrogerät entsorgt. Ja, alles wunderbar hier, ne? Das ist alles natürlich kurzfristig vor dem Weihnachtswochenende passiert. Und hier sind dann noch die Äste noch zwischengelagert worden. So. Auch hier seht ihr, ist der Baum komplett umgestürzt, hat den nächsten dann oben in der Krone natürlich dann mitgenommen oder auf halber Höhe. Auch hier ganz genau wieder von den Baumscheiben, hier alles total verdichtet und rausgerissen. Richtig schön Beton da unten drunter angeschrägt, damit auch die Kantensteine wunderbar wachsen. Ja, genauso wie hier. Das ist dann die Nummer 3. Können wir mal einmal da unten gucken. Ihr seht also, da waren zwei Pfahlwurzeln. Die eine in der Mitte ist nicht abgerissen. Die anderen beiden sind unten geblieben und sind abgerissen. Die sind aber allerhöchstens 3-4 cm dick. Also keine richtige Pfahlverwurzelung, wie das bei diesen Bäumen normalerweise der Fall ist. Ja, weiter geht's. Ne? Hier haben wir... Dann haben wir jetzt hier die Nummer 5. Ja, auch, da könnt ihr sehen, da ist sogar noch der Betonblock mit hochgehoben worden. Die Pfahlwurzeln hatten keine Chance, die ist auch abgerissen. Diese ist ein bisschen dicker, vielleicht 6-7 cm. Alles raus. Oben auf der Böschung, die umgestürzten Bäume, die liegen da schon seit Jahren. Das ist mal gekennzeichnet worden. Wann das dann gemacht werden sollte, konnte der Herr vom Baumkataster Bochum mir allerdings auch nicht sagen. Das geht dann irgendwie turnusmäßig, wie er meinte. So, die beiden. Der Baum hier ist stehen geblieben, weil der wurde nicht oben erwischt. Da sind ein paar Äste rausgebrochen. Ja, eigenartigerweise. So, die beiden kleinen, die nachgepflanzt worden sind, die sind noch voll intakt und... Auch hier habt ihr das absolute Highlight hier nochmal. Die zwischengelagerten Äste. Der Bürgersteig ist natürlich auch noch nicht fertig. Es meandert, so viel kann ich gar nicht aufzählen hier heute Morgen. Ja, hier die berühmt-berüchtigten belaubten Parkplätze. Seit, was weiß ich, seitdem ich denken kann, ist hier nie Laub geräumt worden. Auf der Straße auch. Hier auf diesem sagenhaften Bürgersteig auch nicht. Ja, und jetzt kommen wir mal hier zu meinem Lieblingsbaum. Nach den beiden kleinen. Ich blicke noch mal zurück auf die Verwüstung im ersten Teil, oben vom Weg, der zur Jahnstraße nach links und rechts hinterm Schachtgelände zur Lorheidestraße führt. Ja, hier haben wir jetzt das Allerbeste. Ihr seht also hier, ich gehe da jetzt mal rein, dass diese Pfahlwurzeln, die sind mini. Die sind nicht abgebrochen, nur einige an der Seite. Die Flachwurzeln sind versteift. Da unten ist richtig gut Beton drunter. Der ist da auch noch mal nachgerutscht. Das sehen wir. Keine Chance. Da kommt dann noch da unten ein bisschen Sand und Schotter. Diese Pfahlwurzel hier, die ist noch niemals abgerissen. Nein, das heißt also, die waren minimal nicht den Wettergegebenheiten haben die nicht standgehalten. Von oben läuft natürlich, weil da eine Folie drauf ist auf diesem Hügel, läuft das Wasser
hier auf dieser Seite runter, nehmen wir mal oben den Hügelkamm, wo man eigentlich hergehen kann. Das war mal ein Weg früher gewesen. Da kann man, das kann man als Wasserscheide bezeichnen. Auf der anderen Seite läuft das zur Haumannstraße runter, zur Juppie-Haumann-Straße und hier zur Emilio-Weiz-Straße. Ja, wie ihr seht, komplett in diese Richtung umgekippt. Die anderen beiden Bäume, nein, das sind drei, die wurden dann einfach oben vielleicht in der Hoffnung, dass die nochmal austreiben, kann ja sein, weil die Baumscheiben ja nicht betroffen sind. Das wird auch so werden. Ja, aber ich denke mal, hier muss für Nachschub gesorgt werden. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ne? Ja, dann gucken wir mal hier nochmal so ein bisschen hier hoch. Ne, auch dort alles perfekt. Auch da hinten in dem Wäldchen der Druckerei. Ja, die Bäume, die waren vorher schon umgekippt gewesen. Da braucht keiner Angst zu haben, dass sie jetzt dadurch umgekippt sind. Auch die Birke, die da ganz hinten steht, rechts, das war vorher schon gewesen. Hat also nichts mit der letzten Woche zu tun. Ja, das mal hier zum Baumschaden. Und ich sage dazu nur eins, könnte ich jetzt ein Lied für euch singen, Ich und mein Holz. Aber machen wir heute nicht, ne? Das hier schon, reicht schon. Ist schon richtig geil. Ne? Jetzt mal hier nochmal einige Impressionen. Ne? Die Trixie-Flotte steht auch da. Die bewegen ja Schule selbst in den Ferien. Ja, ne, was wollen wir machen? Ich hoffe mal, ja gut, diese Woche drei Arbeitstage. Ich glaube nicht, dass das was gibt. Bei dem Krankenstand in den verschiedenen Ämtern, im Grünflächenamt und im Tiefbauamt. Ne, das ist schon hier der Hammer. Und ja, da kommt auch der ganze Müll zum Vorschein. Man hat hier einen wunderbaren Ausblick auf das, was dahinter sich befindet. Leider ist ja der Plogging Day dieses Jahr abgesagt worden. Können wir nichts machen. Ne? Hier nochmal richtig volle Pulle. The best of Müll. Und jetzt noch einmal die Panorama-Ansicht. Und das sei es dann auch heute. Einen wunderschönen zweiten Weihnachtstag wünsche ich euch noch. Glück auf! Zum zweiten Teil hier dieses Rondell am Eingangsbereich, die Visitenkarte. Ne? Und hier ist wirklich einiges im Argen. Schmierereien, Wildwuchs. Hier speziell auch. Können nicht mehr abfließen. Das ist das Beste. Im Hintergrund habt ihr dann noch den ganzen Müll, der dahinter gepfeffert worden ist. Die sind voll mit Blättern. Auch hier eine schöne Sache. Müll. Und voll mit Blättern. Und ihr habt da keine Chance mehr, dass das nach links abfließt, wo es eigentlich in die Richtung fließen muss. Hier die hervorragende Treppe. Ja. Läuft alles. Alles geht hier ins Nirgendwo und den Bach runter. Ne? Ihr seht also, das ist nicht mehr schön. Nein, dahinter eigentlich gab es früher, ich habe es schon mehrfach gesagt, gab es einen älteren Herrn. Da geht eigentlich über den Kamm des Hügels geht ein Weg bis zum anderen Ende. Also da, wo der Parkplatz ist, wo der erste Baum an der Ecke umgekippt war. Und ja, die ist einfach nicht mehr schön hier. Auch hier gegen parken, weil hier auch diese LKWs ständig parken. Ja, gehen wir mal hier weiter. Da hinten habt ihr dann dieses ominöse Unikum mit dem Standrohr, wo das Frischwasser für den Keterer herkommt und über den Hügel gelegt wird in offenen Schläuchen, schwarz mit blau für Wasser und oben der Deckel. Ich zeige dann, ich habe das schon so oft gezeigt und ich will mich am zweiten Weihnachtstag nicht mehr aufregen. So, aber das ist einfach ein Hammer, ne? Das Ganze so
verkommen zu sehen. Auch dort der Bürgerstorch, also Wahnsinn, was da wächst. Das sind Dinger, die haben Stacheln, die sind circa 2-3 cm lang im Dunkeln daher und zack ist das Auge weg. Ne? Aber ich denke mal, wir wollen jetzt hier auch mal das Ganze gut sein lassen. Dort im vorderen Bereich ist alles natürlich Dako, an der Lohnhalle, an den Start-ups, bei der CDU, bei Trixit und so weiter und so fort. Ja, und da ist die Ausfahrt zur Lührenstraße und dann geht es links nach Gelsenkirchen und rechts nach Wattenscheid. Glück auf! So, nähern wir uns mal hier den Originalkohlewagen, die beim Abriss der Schachthalle Schacht 4 in der Schachthalle lagen und dann raustransportiert wurden. Das ehemalige Trepphotel, was sich hier befunden hat, hat das an verschiedenen Stellen um das Hotel rum gestellt. Jetzt heißt es ja Hotel Bochum-Wattenscheid Affiliated to Melia. Und die haben den hinteren Bereich hier schön gestaltet mit dem Biergarten, wie man da so sieht und so weiter und so fort. Nur, wie eigentlich mir gesagt worden ist, sollten die alle hier in wunderschön, sollten die saniert werden. Gar nichts ist da passiert. Die sind innen drin total verrostet und ja, man kann dort wirklich nur noch mit den Ohren schlackern. Stehen hier auf Platten. Wir haben das auf Schienen gestellt und einfach mal hier rein, also schön als Müllkippe benutzt und auch kaputt und machen. Auch hier, ja, hier haben wir noch ein bisschen Pflanzung, aber hier steht das Wasser drin. Das ist natürlich auch sehr gut für den Rost, der nie schläft, und über die Kante mal mit dem hinteren Gelände. Hier wachsen Bäumchen. Ja, sagen wir mal so, man sieht da unten, wie der Rost blättert. Da ist auch da hinten, sind Schrauben reingelegt worden, da lagen Bretter drauf. Und ein anderes, zweites großes Brett, damit man da oben halt nicht so viel zum Auffüllen hatte mit Erde, als hier wohl gepflanzt worden sind, hier das erste Mal. Ihr seht also hier, der Schaden ist immens. Ja, können wir nichts machen. Mehr als versprochen geht nicht. Hier ist das Ganze noch vollgefüllt mit Erdreich und haben wir im Endeffekt genau solche Rostschäden wie an den anderen auch. Sieht hier noch ein bisschen Taco aus, aber wir gucken rein. Ja, ihr habt da einen kompletten Müll. Und da hinten ist eben, wie gerade gesagt, eine von diesen maronen Querleisten. Da ist, glaube ich, der Holzwurm drin. Und hier eben alles durchgerostet. Ja, die Nummern, falls sie jemand interessiert, der sowas mal in Hand gehabt hat früher. Schauen wir mal hier. 7003. Gehen wir weiter. 6889. Sehen, Trepphotel Bochum, das ist das Einzige, was überstrichen worden ist, weil das eben jetzt anders ist. 6846. Nochmal die komplette Reihe. Trauriges Schauspiel, liegt allerdings nicht jetzt daran, dass wir schlechte Wetter haben, oder regnet es ja nicht. Nee, liegt am Pflegezustand. Ne? Sich nur mal, so wie wir das gemacht haben, mit dem
Wagen von Control die Mühe geben, die zunächst mal zu entleeren und ein wenig dann auch zu streichen, kondieren und lackieren. Ja, haben wir sie alle nochmal. Ne? Ja, auch diesen Teil finde ich interessant beim heutigen Weihnachtsspaziergang. Glück auf!